Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Slime Rancher. Ja Leute, in der letzten Folge haben wir ja unsere Farm super vergrößert mit den zwei angenommenen mit den zwei wieder aufgebauten Sachen. So, ich brauche mal wieder ein Karottenfeld. So, wie viel Geld haben wir? Nur 133. Das lohnt sich nicht. Da drüben. Ich hoffe, wir haben hier einen. Ach ja, ich bin ja. Gut. So. Wir brauchen unbedingt nichts. So. So. Hier ist nur die Spawning-Plattform. Ich habe das ja auch privat schon gespielt und durch YouTube das Ausspielen bin ich ja auch erst auf das Spiel gekommen und ja, der hat auch schon einiges gemacht. Darum weiß ich noch, wie ich jetzt am besten. Nein, ich glaube, ich habe noch kein Jetpack. Doch, aber ich habe dafür einfach zu wenig Energie. Verdammt. Oh, wo ist das Hühnchen? Da. Die Hühner brauchen wir, um einen großen Slime zu füttern, der uns dann einen Schlüssel gibt, mit dem wir eine neue Region erforschen können. Ich habe jetzt im Gedächtnis mehrere Stück, aber weiß noch nicht, welche ich besuchen möchte. Was brauche ich hier für Cloud? Okay. Okay. Irgendwann soll. Gut, in den nächsten paar Folgen werden die Rosanen alles Wasser gegen andere Plots, andere ausgetauscht, weil ihre Plots einfach nichts mehr wert sind. Ja, ich, auch wenn es die Masse macht, aber trotzdem. Die Rosanen werden ausgetauscht, sobald ich neue Plots, wo ich weiß, wo ich einen neuen herbekomme.
bekomme. Also ja, das wird auf jeden Fall so sein. Weil ich schon Ort kenne. Das braucht niemand. Leider kann auch die Früchte verdorren. Nerven. Deswegen. So. Schade, dann war auch von Hund, das habe ich gehört, aber nicht gesehen. Okay. Ja, haben wir eigentlich schon ein... Schnell, den Kuppel würde ich ganz gerne retten. Zack. Weil mit dem kann man eine super... Das habe ich auch vor, eine Hühnerfarm aufzumachen, aber dafür brauchen wir erstmal, okay, 250 haben wir, aber das ist ja erstmal nicht alles, ich habe hier noch einiges vor. Darum will ich ja noch so Hühner noch retten, weil die müssen, die dienen als Futter für den hier vorne, aber um den wollte ich mich jetzt nicht kümmern, weil der isst nur Fleisch. Ich wollte mich um den Pinslein kümmern, weil der gibt uns einen Schlüssel. Bei den Weißen sind nur nur Teleporter freigeschaltet. Ja, und darum soll ich mit. Ah, hier ist der Weg. Super. Einmal geht's dann zu ihm. Der hat hier auch noch ein paar Früchte liegen. Oh, hat man noch. Ah! Gut, dann kriegt er jetzt Früchte. So. Jetzt mag er nicht mehr. Gut. Die werde ich auch gleich wieder freilassen. Aber nur erstmal, damit ich die Slimes auch noch habe. So. Das Steinhuhn schmeiße ich weg, damit ich mir die Früchte aneignen kann. So. Eigentlich brauchen wir den Phosphor nicht. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Jetzt bin ich nur am Überlegen, welchen Ort wir aufmachen, weil wir haben jetzt, ich weiß, insgesamt 3 Orte, die wir jetzt aufmachen können. Welchen Ort machen wir denn jetzt auf? Ah, wo ich auch noch nie privat gewesen bin, den Ort machen wir dann am besten mal auf.
350, ja, dann mach ich gleich einen Hühnerstall. Hey, die Quallrabeere, die Quallrabeere. Okay. Quallrabeere. Ja, hier ist gut. Hier drüben. Am besten da, wo ich auch gleich das Tor öffnen wollte. Kommt die Hühnerfarm hin. Ich kann ja euch... Das wird dann mal eine Special-Folge sein, wo ich schon... ups, das war jetzt ein Gehege. Egal. War jetzt meine Schuld. War jetzt... Ja, weil ich gerade abgelenkt war. Egal. So, dann müssen wir doch nicht die Allesfresser rausschmeißen. Haben wir eigentlich schon in den... Ich darf das jetzt nicht mit meinem privaten Spiel vergleichen. Aber ich muss mal was gucken. Hier habe ich noch nichts. Zumindest hier. Hier habe ich schon in meinem privaten Spiel schon ein Gehege mit radioaktiven. Die radioaktiven werde ich euch dann später bringen. Die sind so wie die nachtaktiven. Das heißt, wenn ich sie nicht in der Höhle nehmen sollte, dann müsste ich sie mit einem Sonnenschutz ausrichten. Ja. So. Jetzt da. Jetzt habe ich aber wirklich genug. Nicht wieder ablenken lassen. So. Jetzt kaufen wir hier gleich einen Hühnerstall. Und falls der Plot... Ah, schade. Ne. 10 zu wenig. Aber jetzt haben wir... eine unendliche Fleischquelle. Leider noch nicht so effizient, weil da einige Sachen noch rein müssten, um die richtig effizient zu machen. Aber es wird ja noch. Ich habe ja hier schon die funktionierende funktionierende Plot-Anlage. Oh, ich hätte die Quadrabeere doch einpflanzen können. Egal. Okay, jetzt habe ich 510. Bevor ich die hohen Wände kaufe, sollten sie sich erstmal schneller vermehren. So. Und jetzt wollte ich ja den Schlüssel benutzen, damit wir auch neue Slimes haben. Wo es jetzt hingeht, habe ich selbst keine Ahnung. Da bin ich selbst drauf gespannt. Nicht wundern, hier gibt es die Welten. Ach ja, und wir haben hier schon eine unendliche Futterquelle von Fleisch, aber die wirft nur täglich was ab. Und ja.
die können wir täglich was hier einsammeln, aber in der Farm können sie auch ruhig mal länger überleben und ja, haben auch was zu futtern. Also wir machen quasi was nicht so ganz gern gesehen sehen wird, quasi Massentierhaltung für die Slimes. Ich wollte nicht so ein Meat Slime. Ah, ein Hühnchen, das kann ich mich aber ganz gern. So, Leute. Ah, Quadrabeere. Gut. Davon wachsen ein Baum 15 Stück. Okay. So, ich habe auch schon selbst herausgefunden, dass wenn man weiter fortgeschritten ist, die Schatztruhen so. So. Ah, hier sind Steinhühner, nicht die normalen. Okay. So. Also jetzt weiß ich selbst nicht, wo wir sind, Leute. Das ist für mich auch eine neue Gegend. Okay. Bin sofort hier wieder ein Fiesen. Okay, wir haben noch keinen Wassertank, um die... um die leicht zu vernichten, also muss ich sie wegschießen. Nehmen den Schaden zwar dann in Kauf, das ist ja auch nicht sehr viel, aber um die zu beschützen, nehme ich es halt in Kauf. Verpiss dich auch mal. So. Gut, jetzt haben wir wieder... jetzt haben wir hier wieder Ruhe reingebracht und jetzt spawnen auch wieder die Slimes. Da brauche ich wieder den fortgeschrittenen Schlüssel. Ja. Okay, schon wieder irgendwo ein Böser. So. Also geht's noch da unten hin. Okay. Oh. Out. Gut, das kann bei den Stacheligen. Der frisst hier Früchte. So ein Riesen. Ah, nee, das ist Gemüse. Das mag er nicht. Er mag wirklich nur die Früchte. Okay. Ich hab genug Hühnchen. Okay, die sind nicht böse, die haben ja nur ein Hunger. Hat.
Achso, hier war der Totenkopf. Okay. Hier sind sie alle nett und freundlich. Gut, das heißt Früchte anpflanzen und den Plottern das zu füttern geben. Was der dann uns droppt, habe ich keine Ahnung. Ob jetzt ein Schlüssel oder ein Portal. So. Okay. Hier schon wieder. Ich weiß, unter dem befindet sich ein Portal. Das weiß ich 100%. Und weil da halt nur Fleisch ist, kriegt er halt auch alle Hühnchen. So. Noch geschafft. Warum mag ich diese Stelle nicht so gerne? Weil wir einfach noch zu wenig Energie haben. So. Quadrabeere pflanze ich jetzt noch bei uns im Garten ein. Gut, wir haben hier noch wieder. Ich höre Hühnchen. So. Okay, die Quadrabeere. Weil bei uns sind ja alles Fresser, Früchte und Gemüse. Oben links, falls ihr es selbst spielen wollt, seht ihr immer was, die ganz gerne zu futtern haben. Das sind hier die Allesfresser. Und das sind die Früchte und Obst, die ich habe. Ah, die Hühner. Schmeiß schnell noch in den Hühnerstall. So. Ich sag noch dahin. Dann sage ich das. Ja, ein gutes Thumbnail sollte ich noch raussuchen. Oh, die Folge geht ja schon beinahe. Gut. Ich weiß, wo ich das Thumbnail gut machen kann. Aber dafür brauche ich erstmal Früchte. Ja, kein Gemüse. Achso, ich sollte hier noch die Erde und so aufbessern. Gut. So. So. Ah, Früchte sind sogar jetzt schon nachgewachsen. Super. Gut. 400.
ich glaube, um die Früchte. So. Achso. Stimmt ja, mit dem Baum wollte ich das machen. Fruchtbarer Boden, die Sprink. Den fruchtbaren Boden brauche ich. Als nächstes kommt bei dem Baum hier noch die Sprinkleranlage, sodass die. Also der Boden macht, dass der Ertrag ist. Und die Sprinkleranlage sorgt dafür, dass die schneller wachsen. Welches Gehege die fliegt. So, ich habe hier Hühnchen. Das ist da aber nicht. Und ich würde es mal wieder bei einer XL-Folge. Boah. Ja, weil ich einfach zu. Einfach das Spiel zu. Ein bisschen größer ist, aber egal. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß beim Zuschauen. So. Jetzt brauche ich Hühnchen. Muss ich Hühnchen sammeln, um nicht so doll anzugehen. Weil die Früchte brauche ich ja für den Ein. Und den Plot lasse ich immer draußen. Ah, Kiste. Ja, Zwiebel. Ist ein Gemüse, ja. Gut. Aber die freuen sich drüber. Dafür nur Früchte für den. So. Out. So. Gockel sind hier unten. Autsch. Gut. Autsch. Oh, dann kommt das Steinhühnchen. Weil wenn die. Ah, ne. Gut, dann brauche ich das als Thumbnail. Ich habe keine Früchte mehr. Gut, Leute, damit lasse ich das für diese Folge. Ich sage Tschüss und wir sehen uns das beim nächsten Mal.